Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. Ja, ich habe hier so ein bisschen was geplant für heute, und zwar haben wir ja jetzt die ersten Produktionen am Start. So, und da habe ich mir jetzt überlegt, die Eier rentieren sich sehr gut, um noch ein bisschen Kohle zu machen. Das heißt, wenn wir die verkaufen fahren, es bringt sehr viel Kohle. Dann könnte ich die Eier jetzt zu unserer Bäckerei bringen und schon mal einlagern, um Brot oder Kuchen herzustellen. Aber da würden wir erstmal nichts verdienen. So, und da habe ich mir jetzt überlegt, da wir ja noch den Platz haben, dass wir so ein paar Spielereien an die Bäckerei bauen. Weil mit den Paletten haben wir jetzt auch schon gesehen, wir haben einiges mit Paletten hin und her zu fahren. Gestern mussten wir schon zu zweit mit den Gabelstaplern LKW laden. Mal kurz aus. So, und da habe ich mir jetzt überlegt, was wäre, wenn... Wir können ja mal gucken. Wir gehen mal ins Baumenü. Gehen da mal ganz weit darüber. Da ist ja die Bäckerei. Also hier haben wir die Molkerei, da haben wir die Bäckerei. In der Bäckerei brauchen wir immer wieder Eier und wir brauchen immer wieder Erdbeeren. So, und jetzt habe ich mir überlegt, was wäre... Müssen wir vom Platz her gucken, ob das passt, wenn wir hier noch einen Hühnerstall hinbauen, noch einen weiteren. Und vielleicht hier noch ein großes Gewächshaus mit Erdbeeren. Dann brauchen wir die Sachen immer nur hier rein zu feuern und dann ist die Bäckerei immer im Betrieb. So, das heißt, da müssen wir nur noch das Mehl hin und her fahren und die Milch hin und her fahren. Das wäre so mein Plan. Und dann könnte man, was weiß ich, hier nochmal einen Direktverkauf machen für... es muss ja keine Erdbeeren sein. Ja gut, können wir ja trotzdem Direktverkauf machen. Die drei auf Direktverkauf gestellt, dann ist das ein Nebeneinkommen, ein gutes... Die Eier immer lagern hier vorne auf dem Hof, die verkaufen wir. Da haben wir letztens für 30 Paletten um die 200.000 rausgekriegt. Deswegen finde ich das so ab und zu als Geldspritze ganz gut. Klar, wir verdienen hier mehr, wenn wir noch Brot und allem haben. Aber das dauert, bis wir das haben. So haben wir noch eine Nebenbeiquelle, sage ich jetzt mal. Müssen wir halt nur mal gucken, ob das auch funktioniert. Das heißt, wir könnten uns den großen... Den kleinen finde ich halt blöd, oder? Vielleicht doch den kleinen? Wie viele Hühner gehen drauf? 30 Stück, das sind nicht viel Eier. Also wenn, dann würde ich hier auch einen großen hinstellen. Den müsste man wahrscheinlich hier hinten irgendwo hinmachen. Aber warte mal, da ist ja der Fill-Trigger vorne. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Jetzt angenommen, wir machen den hier hin. Dann hier einen Weg durchgezogen. Würde dann aber auch das Gewächshaus hier noch hinpassen. Das könnten wir dann hier neben hinsetzen. Das würde gehen. Weil dann muss man Wasser fahren und Getreide haben wir hier immer wieder zu fahren. Und dann muss man halt mal einen Hänger hierher fahren. Das ist ja auch nicht das Problem. Aber das wäre jetzt so mein Plan. Und Kohle haben wir gerade ein bisschen. Ich sage extra ein bisschen, weil wir müssen auch noch Fahrzeuge reparieren. Aber dann würde ich das einfach mal so machen. Hier die Hühner hin. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und hier das Gewächshaus hin. Und das Gute ist, die Paletten kann man ja per Hand tragen. Das würde wiederum bedeuten, man kann dann sich hier hinstellen und kann zumindest die Erdbeerproduktion... Oh, das sieht nicht schön aus. Aber gut. Ja. Die Erdbeerproduktion sowie die... wir malen erstmal nur grob. Das ordentlich, das mache ich dann im Nachgang, ich denke mal, offscreen und das auch mit einem anderen Konto, weil wir haben von vornherein gesagt, hier die ganzen Baumaßnahmen, damit wir die auch schön machen können. Wenn ich das hier, jetzt auch den ganzen Kram, den wir hier ausgehoben haben, das sind zig Millionen gewesen, das ist so gar nicht möglich. Also da können wir hier noch Wochen spielen, bis wir dann was bauen können. Und da haben wir ja extra einen Bank-Account gemacht, womit wir das dann abrechnen im Nachgang. So, das machen wir jetzt nur grob. So, hier nehme ich aber schon gleich den Schotter. Das sieht ein bisschen besser aus. Den lassen wir so ein bisschen in den Weg reingehen. So. Und hier können wir das so ein bisschen kleiner machen. Nein, kleiner. Aber mit den Tasten muss ich auch noch hier klarkommen. So, ein bisschen Kies noch mit rein.
hier auch noch mal ein bisschen. Erdränder, das soll ja alles schön natürlich aussehen. So, und dann muss ich im Nachgang mir das Video nochmal angucken, dass ich mir das Geld dafür wieder gebe. Weil da haben wir ja keinen Nutzen, wenn ich jetzt hier Büsche und Bäumchen und was weiß ich hinsetze. Deswegen haben wir da gesagt, Bankaccount. Und mit dem tun wir uns so Spielereien zurücküberweisen. Sonst sind wir bei Folge 500 und fahren immer noch den Starter-Traktor. Aber wir legen ja Wert darauf, dass es dann auch ordentlich wird, weil es ist ja auch gedacht, dass ihr die Map irgendwann sogar zum Download bekommt. Die könnt ihr dann recht einfach ins Spiel einbauen. So ein bisschen so. Die könnt ihr dann recht einfach ins Spiel einbauen und somit selbst mit unserem Hof spielen. So, und das deuten wir jetzt nur mal an. Das muss dann hier komplett entlang gehen noch. Das ist nämlich dann auch gut, wenn man da vorne im Traktor sitzt, hier entlang fährt oder so. Das ist dann ein bisschen markanter, dass da ein Hang ist. Und dann kommen hier hinten, ich denke mal. Ja, das ziehen wir hier durch. Das machen wir noch schön. Und dann kommen hier noch ein paar Bäumchen hin. Was da noch hin könnte, weiß ich noch nicht. Muss man mal gucken. Aber dann wäre jetzt schon mal, würde ich sagen. Schnappen wir uns den Hänger. Ich habe einen neuen Anhänger gekauft, weil mit dem großen Anhänger ist das Tierefüttern so ein bisschen bescheiden. Deswegen habe ich jetzt einen kleinen Glasanhänger gekauft, aber wirklich einen kleinen. Den laden wir jetzt voll mit Getreide. Dann fahren wir erstmal also hier den Hühnern ein bisschen Futter hin. Und wir bringen davon dann den neuen Hühnern Futter hin. Das heißt, die Hühner müssen wir uns auch noch kaufen. Das übertreiben wir jetzt aber auch nicht. Da kommen keine 500 Hühner rein. Da gehen ja eh nur 360. Was weiß ich, 20 Hühner, ein Hahn und dann lassen wir das, die Population da drin einfach von alleine wachsen. Weil ich habe jetzt wirklich schon feststellen können, dass wir mit den Paletten schon einiges zu tun haben. Ronat würde zum größten Teil. Warum haben wir hier eine Gabel liegen? Das ist mal interessant. Ronat würde ja zum größten Teil den Logistikbereich übernehmen wollen. Dann fällt er uns aber jetzt am Anfang schon bei der Feldarbeit komplett weg. Weil es wird halt wirklich viel hier. Und Ronat ist ja auch nicht jeden Tag online, ne? Muss man auch dazu sagen. So, das heißt aber auch, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen mehr Getreide auf Lager kriegen. Und da muss man bedenken, wir haben noch keine Schweine, wir haben noch keine Pferde. Das kommt ja alles noch. Also wir wollen ja als Ziel auch Oliven, wir wollen Trauben, hier soll alles passieren. Da wir eh im Multiplayer sind, stellenweise zu dritt oder viert hier unterwegs sind. Haben wir dann auch die Möglichkeit, mehr zu machen, und das werden wir auch ausreizen. Und dann, wenn alles fertig gebaut ist, sprich, wenn es eigentlich nur noch darum geht, arbeiten, dann würde ich auch die Map zum Download rausgeben. Weil es macht ja auch keinen Sinn, die jetzt schon rauszufeuern. Dann müsste ich alle paar Folgen, wenn sich was geändert hat, wieder neu machen. Ist ja auch blöd. Unser Getreide ist bald leer. Wir müssen unbedingt wieder Getreide beschaffen. Kippen wir erstmal hier rein, dann fahren wir nochmal ins Silo und den Rest kippen wir ins andere. Oh ja, die brauchen auf jeden Fall.
dann fahren wir noch eine Tour Wasser. Da füllen wir alle Gewächshäuser gleich nochmal mit auf, dass die auch mitlaufen können. Dann sollte das eigentlich alles ganz gut funktionieren. Wie gesagt, das Geile ist halt, wir hätten die Paletten können wir per Hand tragen und hätten dann die Bäckerei immer eigentlich voll. Das heißt, wir müssen immer nur die Hühner mit einem Hänger Getreide und einem Hänger Milch müssen wir noch hier nach hinten fahren. Dann ist da alles voll versorgt. Macht Sinn. Und den Rest verkaufen wir. So, wir müssen hier vorne ran. So, das heißt, wir nehmen zehn von denen, weil ich glaube, die können sich noch nicht reproduzieren. Nehmen 10 von denen. Ach komm, wir nehmen, die kosten ja nicht die Welt. Wir nehmen nochmal 10. Wir nehmen 40, also insgesamt 50 plus ein Hahn. Einen. Mehr brauchen wir nicht, der legt keine Eier. Einen. So, das heißt, hier kann jetzt so langsam die Eierproduktion starten. Und die vermehren sich so nach und nach. So, dann sind wir noch am Gewächshaus. Da gehen wir auch gerade mal rein, stellen schon mal ein. Da müssen wir nämlich nur noch Wasser hinfahren. Da sollen Erdbeeren produziert werden. Genau, und die behalten wir. Weil wenn wir jetzt gucken bei Produktion, wir haben hier die Bäckerei. Die Bäckerei braucht Mehl, das kriegen wir so nicht. Zucker müssen wir uns auch anliefern. Milch müssen wir uns anliefern. Aber Eier, Erdbeeren und Butter, die drei Sachen, weil die Butter kriegen wir hier vorne in dem Gebäude. Das ist die Molkerei. Das heißt, da müssen wir auch mit dem Gabelstapler nur die Paletten rüberfahren. Das funktioniert auch. Die tun wir mal deaktivieren. Die Schokolade lassen wir mal laufen. Weil Käse brauchen wir gerade im Moment. Da haben wir so viel eingelagert. Schokolade bringt noch richtig Kohle. Und wir müssen halt gucken, dass wir viel Milch kriegen. Viel, viel, viel Milch. Und dann würde das auch passen. Hier brauchen wir nämlich die Erdbeeren, die Eier, Butter. Das ist alles jetzt hier abgedeckt. So müssen wir nur noch Zucker und Mehl herfahren und Milch vom Bauernhof her. Dann wäre nämlich das auch abgeschlossen. Und später hinaus... Ach, warte mal, fürs Brot brauchen wir ja, stimmt, da brauchen wir ja nur Mehl. Das war jetzt für den Kuchen. Aber dann könnten wir den machen. Und was bringt uns eigentlich der Kuchen? Habe ich ja noch gar nicht geguckt. Wir haben Brot, 1000 Liter, fast 4000. Und Kuchen, boah, fast 10.000. Also Kuchen sieht sehr lukrativ aus. Sehr lukrativ. Das sieht natürlich auch gut aus mit dem Stoff und der Kleidung. Aber da ist schon die Überlegung, ob man das zumindest an den Hof anbindet. Ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Gut, dann fahren wir jetzt zurück, holen unseren LKW mit dem großen Wasserfass. Den haben wir uns ja jetzt auch gegönnt. Und dann füllen wir noch das Gewächshaus auf oder die Gewächshäuser. Wobei ich echt schon alles am Überlegen bin, die Gewächshäuser da abzureißen. Und da vielleicht noch ein zweites kleines Silage-Silo hinzumachen, damit wir das einfacher dann mit der Kuhfütterung haben. Ich weiß auch nicht, wie das ist, ob man da Ballen reinfahren kann, weil, ja, obwohl, das macht keinen Sinn. So. Ach so, und wie ihr sehen könnt, die Presse ist weg, weil die kostet uns nur tägliche Gebühren und die ist noch nicht einmal bewegt worden. Und da habe ich gesagt, gut, wenn wir jetzt irgendwas pressen wollen oder silieren wollen, keine Ahnung, mit einer Ballenpresse, dann müssen wir sie uns neu kaufen. Aber das ist so, verliert sie nur an Wert, weil sie Tag für Tag älter wird und nicht benutzt wird. Das ist dann meiner Meinung nach richtig blöd.
Und dann ist sogar schon meine Überlegung, bald den ersten Großtraktor zu holen, weil dass wir zumindest mal einen auf dem Hof schon mal haben. Die anderen würde ich gar nicht verkaufen, die brauchen wir eh, auch später, wenn wir noch mehr Arbeit haben. Aber dass man hier schon sagt, was weiß ich, hier den ersten Glas, er hat fast 500 PS oder... warum holen wir nicht gleich hier sowas? Nee, sowas nicht, will ich nicht. Also ich würde bedenken oder planen, ich denke mal, weil jeder hat so seinen persönlichen Traktor hier gefunden. Also mir würde es reichen, der Fendt gefällt mir nicht, den haben die von innen, finde ich nicht schön gemacht. Ich weiß nicht warum, der gefällt mir diesmal nicht. Deswegen ist meine Überlegung, weil jeder kriegt ja seinen persönlichen Großtraktor irgendwann. Meine Überlegung wäre, dass ich, das war Avatara, Avataras würde den, glaube ich, nehmen wollen. Der Bronat würde 100 Pro in die Richtung gehen wollen. Ich würde mir dann den leisten wollen. Und ja, Mr. Catfish, weiß ich nicht, ob der dann auch einen Johnny nimmt oder ob man sagt, einen Fendt oder JZB. Der ist halt sehr schnell, der fährt 70, ne? Hat aber auch nur 350 PS. Oder der hier sogar. Das denke ich schon fast eher bei Catfish. Glaube ich so irgendwie, ne? Der mag immer die Roten. Der ist halt auch brutal. Der ist nicht schlecht. Na gut, das ist aber noch ein bisschen von uns entfernt. Dann gucken wir, dass wir jetzt erstmal Wasser auffüllen. Ganz wichtig. Das kostet uns jetzt auch nochmal einen Haufen Geld. Und dann ist es mein Ziel, mal gucken, ob wir das heute noch schaffen, die Liste hier durchzugehen. Weil wir müssten so das ein oder andere reparieren. Das heißt, der New Holland ist dran, der JZB ist dran, JZB noch nicht. Wir haben gesagt, 50% und dann geht es in die Reparatur. Das heißt, den können wir noch sparen. Aber der New Holland muss repariert werden und die Faro 4010 muss repariert werden. Müssen wir halt mal gucken. Was auch noch geil wäre, wäre automatische Reparatur. Dass man irgendwo klicken könnte, alle Fahrzeuge repariert. Oder auswählen kann, welche man reparieren kann und was nicht. So, den parken wir jetzt einfach mal hier, weil man es kann. Dann schnappen wir uns. Hoffentlich funktioniert der jetzt. Also mit dem MAN haben wir die ganze Zeit Schaltfehler. Das heißt, da ging gestern kein Rückwärtsgang oder der ist nur nach vorne geruckelt. Der MAN ist bei uns nur noch in Beobachtung. Wenn der noch mehr Probleme macht, wird er ausgetauscht. Das heißt, es kostet uns dann auch kein weiteres Geld. Das werden wir uns über die Bank wiederholen. Weil es ein fehlerhaftes Gerät ist. Das heißt, wir würden den austauschen gegen den großen Mac. Muss man mal gucken. Ich hoffe ja irgendwo, dass der hier nicht getauscht werden muss. So, was sagen denn unsere Gewächshäuser hier vor der Tür? Ach, gehen wir mal so gucken. Geht einfacher. 5000 Liter. 5000. Also fast 6000. Das reicht. So, und wie sind die eingestellt? Müssen wir gerade auch nochmal gucken. Ja, das sind hier oben die. Der ist auf Tomaten und Direktverkauf. Ja, genau. Der ist auf Salat, auch auf Direktverkauf. Und Erdbeeren ist auch auf Direktverkauf. Sehr gut. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch den Kram, der hier steht, mal einlagern oder verkaufen fahren. Dann sind die Flächen auch frei. 500 hat uns das Wasser jetzt. Es war noch nicht mal viel, was sie jetzt gefehlt hatte. Aber dann lassen wir die alle auf Direktverkauf laufen. Macht Sinn. Jetzt nochmal ein Nebeneinkommen. Wenn es auch nicht unbedingt hoch ist. Weil Wasser müssen wir eh fahren. So oder so. Boah, da passt ordentlich rein. Ist auch nicht schlecht. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Ich bin nur gefahren. Das Wasser läuft immer noch.
So, jetzt müssen wir eh erst nochmal auffüllen. Weil jetzt passt auf, ich fahre jetzt nur vor. Ich fahre nur vor, mehr mache ich nicht. Ah, automatisch. So, jetzt müssen wir auffüllen fahren. Meint ihr, wir kommen hier rum? Ich glaub's nicht. Das ist ganz schön. Es geht. Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Da haben wir schon so einen Riesenhof und es ist trotzdem schwer, mittlerweile mit so Maschinen hier zu fahren. Ey, das dauert. Da haben wir Wollpaletten. Da ist schon die ganze Zeit meine Überlegung, ob wir hier irgendwo, vielleicht sogar auf unserem eigenen Grundstück, die Weberei, heißt das Ding Weberei? Ja, ich weiß es nicht. Haben wir es denn? Produktion. Sieht sogar geil aus. 60.000, hier ist es doch. Die Spinnerei, genau. Das weiß ich, hier hinten in die Ecke reingesetzt. Wie sieht denn das von der Trigger aus? Hier an der Seite ist gar nichts, ist nur da und da. Stellt euch doch mal vor. Die vielleicht hier hinten so schräg rein. Würde doch bestimmt geil aussehen. Da hätte man eine Produktion am Hof, ich weiß nicht. Andersrum, hier sollten ja eigentlich Pferde und da sollten noch Schweine hin. Passt das überhaupt noch? Schweine? Nein, nee, warte mal. Schweine? Schweine? Boah, es wird schon knapp. Das wird schon... Würde aber gehen. Müssten wir noch ein bisschen vor. Vielleicht noch ein bisschen vor. Schweine würde dahin gehen. Wie sieht's aus mit Pferde? Und ja, wir fangen gleich mit dem Größten an, weil es macht keinen Sinn, kleine Dinger zu bauen, wenn es dann eh irgendwann... Würde auch gehen. Weiter nach hinten gesetzt und hier dann ein Weg... Ja, dann hier, ja, lassen wir Produktion hier weg. Lieber Pferde und Schweine noch hierher. Weil wir gesagt hatten, die Haupttiere müssen alle hier auf dem Haupthof sein. Das dauert immer noch. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns den New Holland und den einen Pöttinger, den Faro. Wo haben wir denn den New Holland? Und fahren die beiden mal reparieren. Da ist er. Jetzt eigentlich mal was anderes. Wir haben zweimal den Dingshänger. Ich weiß jetzt aktuell nicht, welcher wirklich der kaputte ist. Jetzt ist nur das eine. Oh, wisst ihr, was hier fehlt? Wisst ihr, was hier fehlt? Der müsste auch das Kennzeichen hier mit übernehmen. Dass man gucken kann, aha, das ist das und das Kennzeichen. Dann gucke ich hinten aufs Fahrzeug und weiß, welches das ist. Bei dem weiß ich es jetzt nicht. Welcher der 4010... ist einer von den beiden. Müssen wir mal gucken. Hängen wir den mal kurz an. Achso, wir haben ja hier keine Reparaturanzeige. Ja, was soll ich machen? Müssen wir beide reparieren fahren. Oder mit viel Glück den richtigen erwischt zu haben. Wir können uns das wahrscheinlich eh nicht alles leisten. Deswegen immer warten, bis... Da kann nicht jeder willkürlich reparieren gehen. Da müssen wir immer gucken, 50%. Das ist sogar der Gute, den brauchen wir gar nicht reparieren. Ja gut, der kostet nur 530. So, der ist 13.000. Bam. So, Lack ist eigentlich wurscht. Der Lack juckt mich nicht. Soll er abblättern. Dann haben wir uns gleich noch den zweiten Pöttinger und der muss repariert werden auf jeden Fall. Man muss immer darauf geachtet werden, sobald Fahrzeuge unter die 50% kommen, werden sie repariert. Und
dann kommt es auch drauf an, welche Fahrzeuge man repariert. Weil ich sag mal, die hier, die haben dann, laden dann weniger, beziehungsweise nehmen weniger auf, glaube ich. Der Traktor verliert ein bisschen an Leistung. Beim Anhänger, ich glaube nicht, dass dann das Füllvolumen nicht mehr stimmt. Also beim Anhänger wüsste ich nicht, wo da ein Problem sein sollte, wenn der kaputt ist. Das sind jetzt so Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt reparieren wollen. Macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich glaube, waschen müssen wir den Kram auch irgendwann mal. Obwohl, dann brauchen wir auch keinen Lack, weil der Lehmboden, der sorgt schon dafür, dass unser Fahrzeug von außen geschützt ist. Shit, komm. Ja. Ja, der ist kaputt. Und ja, 5000, das geht doch. So, wenn wir jetzt in der Liste gucken. Wer der nächste? Der JZB. Der steht gerade eh nur rum. Dann ist wieder mal der Deutz dran. Der kommt auch bald wieder. Muss aber auch sein, die Reparaturen. Und die Hänger, die haben ja wirklich schon einige Arbeitsstunden drauf. Das ist ja, wie oft wir schon Gras gefahren haben hier. So, wieder schön wegparken. Dann passt das auch. Jetzt nochmal zum LKW. Dann fahren wir noch die Milch nach hinten. Können ja mal gucken, ob schon Erdbeeren oder irgendwas da ist. Ich glaube es aber noch nicht. Ja, Erdbeeren eh nicht, weil ja kein Wasser ist. Aber vielleicht könnten wir schon eine Palette Hühnereier haben. Aber ich glaube es auch nicht. So, und die müssen wir bald verkaufen. Die sind bald voll. Und dann muss, glaube ich, nochmal Zucker geholt werden. Ja, ganz schöner logistischer Akt mittlerweile. Aber ich war ja auch schon am Überlegen, ob wir hier irgendwie vielleicht sogar die Bäume. Wartet mal. Ach nee, nicht da. So. Meine Überlegung. Mann. Meine Überlegung war vielleicht hier noch eine Halle hinzubauen. Und zwar hier die Bäume wahrscheinlich weg. Die Reihe und die Reihe Bäume weg, den Wassertank vielleicht irgendwo besser platziert, dass man vom Platz her, geht das überhaupt? Ich sehe es kommen, es passt nicht. Dass wir den Weg hier weg machen, weil der ist sinnlos. Und dann würde ich ganz gerne eine langgezogene Halle hinmachen. Die ist zu breit, ne? Die ist viel zu breit. Ach du Heilige, das... Sowas ist... Ja, ich weiß es nicht. Schwer. Nur als reine Lagerhalle. Oder man setzt sich die hier nochmal hin. Das wäre auch nochmal eine Option. Das sind zwei Stück, wo man... Als Palettenlager, wisst ihr, was ich meine? Hier eine hin und noch eine daneben. Das wäre eine Möglichkeit, die wir hätten. Oder die ist schön schmal. Aber warum hat die... Ach, die ist von vorne so wie hinten. Okay, wie sieht... Ach nee, die wird... Ah, da ist ein Tor und da ist ein Tor. Das heißt, das ist mal blöd gesagt, wenn wir die als Palettenlager machen würden. Also es geht mir nur um Palettenlager. Da würde es mit dem Tor passen, weil das wäre ja da auch beim Weg. Und auf der anderen Seite müssten wir es vielleicht nochmal... Nee, da passt es, glaube ich, auch. Das wäre eine Überlegung, aber ja, 200.000 so eine Halle. Einfach nur, dass wir so ein Gesamtpalettenlager mal kriegen. Dass dann Bronat mit seiner Logistik viel besser arbeiten kann. Das heißt, alles, was wir im Überschuss haben, da einlagern. Dann kann man immer so, wie man es braucht, mit dem LKW holen und fertig.
So, das ist auch voll. Dann fahren wir es jetzt noch ins andere Gewächshaus. Und dann haben wir doch wieder alles versorgt. Ihr seht schon, die Halle wieder 200.000. Dann haben wir Pferde und die Schweine. Das sind dann auch nochmal eine halbe Mille. Dann der ganze Traubenbereich, den ich mir überlegt hatte. Das kommt auch nochmal auf die 600.000. Also ihr seht schon, wir müssen hier einiges an Kohle machen. Da müssen wir auch bald größere Felder, aber größere Felder rentieren sich erst wieder, wenn wir größere Maschinen und größere Traktoren haben. Also ihr seht ja, es ist überall, fehlt irgendetwas. Da muss man wirklich sehr gut überlegen, wo steckt man jetzt welches Geld hin. Und ich denke, das hier ist eine sehr gute Investition. Uiuiui, mit dem großen bis nach hier hinten. Vielleicht bauen wir uns hier hinten einen kleinen Wendehammer oder sowas. Aber ich glaube, da komme ich doch eh nicht rum. Eine Steige, Eier sind schon da. Aber so können wir in Zukunft die Bäckerei viel, viel besser versorgen. Drei Prozent, toll, mehr passt nicht rein. So, das heißt, wir fahren jetzt einmal so. So, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also bis denn und tschüss.